Der Alpstein. Schroff, abweisend, kräftig. Ein Kraftort. In so einem Moment wäre ich ganz demütig. Merke, wie ich mich so wohlfühle, aufgehoben und eingebettet in der Natur, in einem grossen Ganzen. Laufen, schauen, hören. Zuhören. Wer zu Fuß unterwegs ist, lernt Leute kennen, taucht ein in die Natur und kann auch etwas darüber erfahren, was vor uns da war, was uns und die Landschaft bis heute prägt. Das Mal sind die spirituellen Wege auch eine Spurensuche in meiner Heimat, in der Ostschweiz. Die dritte Etappe führt mich vom Alpstein ins Toggenburg und dann von Rapperswil über den Ezelpass bis auf Einsiedeln. Auf unserem Weg geht es um die Kraft der Natur, der Musik und vom Glauben. Und es geht ums Heilen. Wir begegnen einem Mann, der lange nicht gewusst hat, dass er selber Heilkräfte hat. Und wir lernen jemanden kennen, der in der Medizin schon früh ganz eigene Wege gegangen ist. Und jetzt tauchen wir ein in die Sagenwelt rund um den Alpstein. So wie ich ist vor über 300 Jahren der Kapuzinerpater Clemens Geiger durch den Alpstein gewandert. Er hat jedes Tal und jeden Berg beschrieben. Aber die Natur ist geheimnisvoll. Nicht alle Phänomene haben sich wissenschaftlich erklären lassen. Da sind Zwerge und Geister ins Spiel gekommen. Er hat auch die übersinnlichen Phänomene der Natur wahrgenommen und beschrieben. Aus dem sind Sagen entstanden. Bis heute sind die Sagen in der Region verwurzelt und werden von Sagenerzählerinnen und Erzählern weitergegeben. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Das ist Rita Breu. Genau. Sagenerzählerin. Genau, guten Morgen, Herr Bischofberger. Geht's gut? Ja, klar. Wir sind hier ganz an einem wichtigen Ort und ich möchte Ihnen das natürlich gerne zeigen. Ja, gern. Bin wir gehen gerade dahinter. Gut. Wenn wir jetzt hier unten schauen, sehen wir, dass die Tindli gar nicht gross sind. Wir sind jetzt nämlich im Hexenwäldli. Ah ja, stimmt. Schau jetzt. Die Tindli sind etwa 100 Jahre schon. Und sie sind nicht grösser als etwa ein 5-jähriges Göfli. Und die Sage dazu heisst das Hexenwäldli. Früher hat da mal ein Zwergenvölkli gelebt. Und bei diesem Zwergenvölkli hat es ganz einen Haufen mögige Leute gehabt. Und sie sind etwa mal auch den Bauern da und da geholfen. Aber eine wichtige Sache war, sie mussten den Schatz bewachen vom König. Er hatte Edelsteine und Gold in seiner Höhle inne. Wo denn seine Frau ein Kind bekommen hat, hat er in seiner Not nicht gewusst, was er tun soll. Er hat darum einen Mann geschickt, in Brüllisau Abi, die Hebamme holen. Ein gesundes Büebli hat es gegeben. Als sie dann wieder parat war, um wieder hinzugehen, hat der König zu einer gesagt, komm, gib mir doch deine Chance. Und ist dann zuhändisch die Hündri in die Höhle hinein und hat sie gefüllt. Er hat zu einer gesagt, das ist dein Lohn, das ist aber erst daheim aufzutun. In dieser Sage geht es um die Gier der Menschen und ihre Folgen. Die Hebamme hat sich nicht an die Anweisung vom König gehalten, ihre Belohnung erst daheim auszupacken. Darum hat sie statt Gold nur Laub im Bündel gefunden. Klar ist sie wütig geworden auf den Zwergenkönig, hat sich betrogen gefühlt und ihren Lohn wollen einfordern. Ihr Mann ist dann am anderen Tag gegangen und hat ein Dutzend Leute gefunden, die mit dem Dürrenlauf sind. Und haben dem Zwergenkönig alle Schande gesagt. Sie sind auch in die Höhle rein, aber der Zwergenkönig hat gesagt, pass auf, wenn ihr rein könnt, ich will nicht, dass ihr meinen Mann ein Hörli krümmt, sonst geht es euch schlecht. Sie stehen aber gleich rein und im selben Moment hat es geklopft. Steh, eine ganze Riese ist oben runtergekommen und hat alles begraben. Auch die 5, die oben gestanden sind, sind umgekommen. Vom selben Augenblick an hat man nie mehr Liebe gesehen vom Zwergenvölkli. Und man sagt, darum sei es hier auch etwas Spezielles. Das Wäldli ist nämlich verhext. Soweit zu der Sage.
Was ist jetzt die natürliche Erklärung da für das kleine Wäldli? Ja, eigentlich fürs Herz ist es ganz klar, das ist die Sage. Die natürliche Erklärung, die wir jetzt seit ein paar Jahren hören, ist der Permafrost. Man sagt, man spürt, wenn man oben runterkommt, vor allem vom Blattenbödeli, dass es einfach hier kühlen wird. Es gibt hier unten auch einen natürlichen Kühlschrank, der einfach etwa 4 Grad hat, Sommer wie Winter. Was ist denn die Idee der Sage? Etwas zu erklären, wo es wie keine natürliche Erklärung gibt auf Anhieb? Sagen, sagt man auch manchmal, sei er entstanden, weil man hat vielleicht kleine Tipps gehabt, was passiert hat oder wie es ausgesehen hat. Aber manchmal hat man vielleicht auch eine Sage gehabt, dass man neben den Kleinen können Mass regeln konnte. So, also merci nochmal. Ich treffe jetzt nämlich gerade einen Gebetsheiler. Ja, das gehört natürlich auch zu Appenzell. Genau. Kennst du das? Ja, selbstverständlich. Und da läutet man auch an. Und fragt, ob er ihm helfen kann. Ah ja? Ja. Ist das so verbreitet? Das ist verbreitet, ja. Und das nützt auch. Ist wahr? Genau. Also, danke. Einen ganz guten Tag. Ja. Gute Zeit. Ade. Ade. Sie sind bekannt im Appenzellerland, die Gebetsheiler. Sie sollen verborgene Kräfte haben und dort können helfen, wo die Schulmedizin nicht weiter weiss, und sie unterstützen. Ihre Fähigkeiten und Heilsprüche geben die Gebetsheiler von Generation zu Generation weiter, seit Jahrhunderten. Die Gebetsheiler geben sich normalerweise nicht zu erkennen. Ihr Name wird einfach von Mund zu Mund weitergegeben. Sonst könnten eben ihre Kräfte schwinden und verloren gehen. Die Heiler nehmen auch kein Geld fürs Heilen. Ich habe jetzt Glück, einen von ihnen zu treffen, wenn auch anonym. Sein Wissen hat unseren Gebetsheiler als junger Mann von einem Onkel überliefert bekommen. Der Onkel war alt und hat einen Nachfolger gesucht. Er hat gespürt, dass auch sein Neffe die Fähigkeit zum Heilen in sich hat. Wie genau arbeiten Sie als Gebetsheiler? Also Warzenvertreiber oder Flechten und auch für Hitze und Brand. Also ist es noch gut, wenn der Mann ein bisschen stimmt. Also wir hätten zum abnehmenden Mann, dem schweinigen Mann, wie ich sage, eben, hat man etwas mehr Kraft. Jetzt eben wie Wasser oder also wegen der Musik. Flechten auch, also Kälbeplätze. Und anlangen, oder? Anlangen, ja. Und Hitze und Brand muss ich den Vornamen und das Geburtsdatum haben. Und was ist Hitze und Brand behandeln? Ja, das ist, wenn man eben Hitze drin hat, also eine Infektion, ist ja Hitze. Und sobald die Hitze weg ist, dann tut sie auch heilen. Oder wenn dann geschwollen ist, dann ein Zahn zum Beispiel oder irgendetwas, dann kannst du mit Hitze und Brand auch lindern. Ja. Du kannst einfach die Hitze wegnehmen. Tun Sie denn Gebet sprechen oder warum heisst das so? Ja, wir brauchen einfach also nur gute Worte. Die guten Worte. Und was ist das? Die guten Worte? Ja, was ist das? Heiliger Geist und Jesus Christus. Einfach die Dreifaltigkeit. Gute Worte einfach. Und ist das christliche Glaube? Sind ihr so der Seitenwagen vom Pfarrer oder was ist das? Ja, absolut gar nicht. Ganz früher, da weiß ich schon, hatten die Pfarrer nicht so ganz viel drauf. Sie hatten Glauben gehabt. Da ging näher ein weiss Hexe ein. Hat aber mit dem nichts zu tun. Sie haben mich auch schon gefragt, ob man denn da in Beziehung, weißt du, einem Mensch oder einem Tier schlecht zuführen, ob man das auch könnte. Mit dem, dass ich weiß es gar nicht, ich habe es noch nie gemacht. Also darum gute Worte. Ja. Ich nehme da kein Geld dafür. Ja. Was ist da der Grund? Weil der Mann gesagt hat, der es mir übergeben hat,
Du hast den Tieren und den Leuten helfen und du hast dich nie bereichern. Das heisst, du hast nie etwas verlangen. Aber die Leute geben dann freiwillig etwas? Es hat das, aber vielfach sage ich, geht dann einen guten Zweck ein, aber mehr nicht. Haben Sie sich auch schon gefragt, warum ausgerechnet Sie diese Kräfte sollen haben? Ja, ja. Ja, ja, vielleicht schon, aber. Ich weiß das auch nicht, aber ich habe es jetzt einfach. Ist es eine Begabung? Ist es ein Geschenk? Was ist es? Ist bei beides eine Begabung und ein Geschenk. Wenn Sie mal aufhören, gehen Sie dann diese Tradition weiter? Ist das ein Gedanke? Ja, ja, wenn einmal der Recht kommt, schon. Bis jetzt weiss ich noch niemand. Vielleicht kommt er mal nicht. Unter anderem wegen der nimmt man es mal mit ins Grab, wie andere auch schon haben. Das Gebetsheilen mag von außen gesehen irritieren. Die guten Worte aber leuchten mir ein. Wo man das Gute stark macht, kann sich etwas verändern. Männer und Frauen, die heilen, gibt es ja in verschiedenen Religionen und Traditionen. Druiden, Schamanen oder Heilige. Mir ist auch Jesus von Nazareth in den Sinn gekommen, der ja so viele kranke Menschen geheilt hat. Ich persönlich denke auch an die Selbstheilkräfte von uns Menschen. Gerade jetzt zum Beispiel, in so einer Krisenzeit, wo wir uns immer wieder aufrappeln müssen. Oder wo wir merken in unserem Leben, es ist viel mehr möglich, als wir gedacht haben. Mein Weg führt weiter unter dem Sentis durch ins Toggenburg. Für viele Menschen haben nicht nur die Gebete eine heilende Wirkung, sondern auch die Töne. Zum Beispiel empfinden sie Geräusche und Klänge in der Natur als heilsam. Oh, die sind aber ziemlich gross. Oberhalb von Wildhaus stoße ich auf diesen Klangweg. Er gehört zur Klangwelt Toggenburg. Ein Projekt, das die Musikkultur aus der Gegend zwischen dem Sentis und den Kurfürsten vermittelt. Aber auch überraschende Verbindungen zu anderen Kulturen herstellt. Zu Musikkulturen in Europa, Afrika oder eben mit den Klangschalen aus Asien. Zu der Kultur vom Toggenburg gehört auch der Naturjodel. Eine ganz urtümliche Form von Jodeln. Das ist Annelies Huser-Ammann, eine Bäuerin, die mit dem Naturjodel aufgewachsen ist. Und am Hackbrett der Peter Roth, Musiker und Mitbegründer der Klangwelt Toggenburg. Ist es ein Zufall, dass der Naturjodel gerade hier in so einer Gegend, in diesem Gebiet daheim ist? Ich denke, vor allem dort, wo man zur Alp geht, würde ich meinen, ist der Naturjodel auch entstanden. Also die Melodie, die man ohne Worte singt, die man vielleicht einfach gehört hat. So, wenn es der Sänger langweilig war, irgendwie, angefangen haben, ein bisschen summen oder johlen oder mehr, wo sie auch am Fech gerufen haben. Also etwas ganz Praktisches im Alltag. Ja, ja. So haben Sie es auch gelernt? Ja, eigentlich, ja. Jetzt bin ich auf spirituellen Weg. Das ist auch, wir haben Heilerinnen, Heiler getroffen. Das Heilen ist ein grosses Thema. Hat Naturjodel da auch eine Verbindung? Vielleicht für gewisse Leute schon.
Ich bin jetzt halt eine, die ein bodenständig ist und halt mit dem aufgewachsen ist. Und für mich ist es eigentlich Alltag. Und wenn Sie so jodeln, Naturjodeln, was passiert da bei Ihnen körperlich? Nasse Augen. Es berührt, oder? Ja, genau. Oder es kann einmal ein frieren an den Armen oder hinten oben. Dann ist es schon ziemlich tief. Musik berührt Peter Roth. Ich durfte den Klangweg kennenlernen, den Sie initiiert haben. Musik und Natur, so wie wir da draußen sind. Wie ist da der Zusammenhang? Wie sehen Sie das? Ja, für mich ist der Naturjodel eigentlich ein Gebet. Ein Mantra, so wie es in allen Kulturen rund um die Erde gibt. Der Klang, der ja die Basis ist von der Alpkultur rund um die Sentis, ist auf der ganzen Welt eigentlich ein spirituelles Phänomen. Also Gönn, Klangschalen, Kirchenglocken, der Jodel. In allen Kulturen, immer wenn es an die Grenze geht zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, zwischen dem Materiellen und dem Geistigen, Spirituellen, hat es immer wieder Klang, Instrument und Stimme. Also der Gong beim Meditieren, oder? Genau. Aber wenn Sie sagen Gebet und der Betruf ist ja klar christlich, oder? Also der Alp sagen. Sie reden jetzt aber nicht von Gebet oder von Spiritualität im christlichen Sinn. Doch, auch. Aber ich glaube, der Klang kennt eben keine Konfession und keine Religion. Wir sind immer am gleichen Ort im Herz und in der Seele berührt, durch den Klang. Wenn wir jetzt Muslim sind oder Christin oder Buddhist. Sie leben ja schon ein Leben lang mit Musik, könnte ich sagen. Was passiert denn im Körper eigentlich, wenn Sie Musik machen? Ja, Annelies hat ja gesagt, der Naturjodel hat keinen Text, sondern man singt Vokal. Also es geht eigentlich um den Klang der einzelnen Vokale. Darum sind unsere Jodel auch so langsam, dass man die einzelnen Vokale spüren kann und das könnte Wirkung entfalten im Körper. Zum Beispiel das U ist im Becken. Das ist so der mit den tiefsten Obertönen. Und das I mit den höchsten Obertönen ist im Stirnchakra. Da spürt man den Klang sehr stark in diesem Bereich. Und wenn man ein Alleluia oder ein Naturjodel oder Om singt, dann macht man eigentlich eine Reise durch die verschiedenen Körperzentren. Klang hat eine harmonisierende Wirkung und bringt Sachen, die gestaut sind, zum Flüssen. Eben, Sie haben noch Annelies Huber von den Tonheben geredet, oder wie ist das gegangen? Mhm. Gradheben, sage ich. Gradheben? Ja. Das könnte ich doch mal probieren, oder? Ja, gern. Wir probieren das mal aus. Da muss man schön gerade anstehen. Wahrscheinlich muss man noch die Hände in den Hosensack tun, oder? Ja, das gibt dann einfach eine bequeme Stellung. Also, dann probieren wir mal zwei Töne aus. Wir singen auf Jo. 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 Da wäre mal der erste. Und der zweite ist Lo. Jetzt mache ich ein bisschen Melodie dazu. Nach dem Alpstein und dem Toggenburg bin ich jetzt in Rapperswil am Zürichsee angekommen. Von da aus laufe ich das letzte Stück einmal wieder auf dem Jakobsweg.
Das ist ja nicht einfach ein Weg, sondern ein ganzes Netz von Pilgerwegen, die auf Santiago de Compostela in Spanien zum Grab vom heiligen Jakobus führen. Der Weg jetzt über den Etzelpass bis auf Einsiedeln ist seit dem Mittelalter eine der wichtigsten Etappen des Jakobsweg in der Schweiz. Von Rapperswil führt der Pilgerweg über den Hurdensteig, der erst vor 20 Jahren erbaut worden ist. Formierte Etzel. Und dann geht es steil auf Richtung Etzelpass zu der Kapelle St. Meinrad. Auf dem Weg ist im 9. Jahrhundert der Mönch Meinrad gewandert und hat auf der Passhöhe eine Zelle gebaut. Heute steht die Kapelle an dieser Stelle. Auf meinem spirituellen Weg bin ich im Kanton Schweiz angekommen. Im Mittelpunkt stehen Menschen und Traditionen der Heilkunst. Eine der bedeutendsten Figuren der Heilkunst überhaupt ist hier oben geboren. Der Querdenker, Visionär und Arzt Paracelsus. Gerade unterhalb des Etzelpass liegt seine Geburtsstätte. Der Paracelsus hat im 16. Jahrhundert gelebt, zu der Zeit der Reformation. Er hat sich als Arzt gegen die damalige Schulmedizin gestellt. So ist er zum Wegbereiter von einer ganzheitlichen Medizin geworden. Wer ist der sagenumwobene Paracelsus gsi? Ich treffe den Bruder Gerold Zenoni vom Kloster Rheinsiedeln. Er ist Mitglied in der Schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft. Guten Tag, Bruder Gerold. Da sind wir. Paracelsus. Ja, die Geburtsstätte stimmt nicht ganz, weil die eigentliche Geburtsstätte ist weiter oben. Das weiss man unterdessen. Ah, da steht aber dem Haus auch, dass er geboren. Dann ist das auch nicht ganz das korrekt. Das ist im Zusammenhang mit dem Paracelsus halt vielfach so. Es werden Sachen behauptet, die sich gar nicht beweisen lassen, weil vieles verliert sich im Dunkel der Geschichte im Zusammenhang mit dem Paracelsus. Aber in dieser Gegend ist er geboren? Das ist zweifelsfrei so, ja. Der Etzelpass, auch von der Natur her, wie hat denn das den Paracelsus prägt? Ich denke, dass die Herkunft, die Geografie Menschen sehr prägt. Und das sieht der Paracelsus irgendwie auch so. Er schreibt, dass er in dieser Gegend keine Feigen gegessen hat, kein Met getrunken hat, kein Weizenbrot gegessen hat, dafür Milch und Anken und Haberbrot. Und das gäbe quasi keine vornehme Leute. Tatsächlich ist das eine ruhige Gegend hier. Die Einsiedler sollen mir das verziehen. Es ist auch eine ruhige Sprache, die man hier redet. Und der Paracelsus hat eigentlich die Sprache, die er hier offenbar mitbekommen hat, das ganze Leben ein bisschen weiter gebraucht. Vor allem auch in seinen Schriften, die ziemlich auflätige Ausdrücke durchaus vorkommen. Was würden Sie sagen, ist die Leistung von Paracelsus im medizinischen Bereich? Dass er dort innovativ war und die alten Lehrbücher abgelehnt hat, die man bis zu seiner Zeit gebraucht hat. Und er war dort auch bahnbrechend, als er eben neue Methoden eingeführt hat. Und Sie können sich vorstellen, als ein Mann in einer so einer Zeit mit dem aneckt und sich findet, schafft. Das Gebiet hier hat ja zum Kloster Rheinsiedeln gehört. Was war denn der Bezug von Paracelsus zum Kloster? Seine Mutter war eine Leibeigene vom Kloster. Und das hatte Konsequenzen. Auch der Paracelsus ist bis an sein Lebensende hat er zum Kloster gehört, als Leibeigene. Und damit verbunden war, als er nach seinem Ableben das kostbarste Stück, das in seinem Besitz war, einem Abt vom Kloster Rheinsiedeln geben. Und es gibt verschiedene Aussagen. Die einen sagen, das sei ein goldiger Kelch, die anderen sagen, das sei ein silbriger Kelch. Auf jeden Fall, der Kelch hat man nach seinem Ableben am Kloster zukommen. Dann gehen wir doch ein paar Schritte Richtung Kloster. Da
auch über die Brücke ein bisschen das Velo schieben, oder? Geht doch gut. Ja, ist gut. Der Paracelsus ist nicht nur als Mediziner bekannt, er hat auch in der Theologie Spuren hinterlassen. Das ist aber schon zu seinen Lebzeiten wenig wahrgenommen worden. Das bedauert der Bruder Gerold. Ah, hier sieht man sicher schön auf Einsiedler ab, oder? Ja. Sieht man aufs Kloster führen. Das sieht man. Das kommt jetzt gerade hinter dem Baum, der Pfirre. Ah, ja, ja. Man sieht schon die Dirn. Ja. Und die weisse Konstruktion unten dran. Ja. Bruder Gerold, Sie interessieren sich ja sehr für die theologische Seite von Paracelsus. Da sind noch nicht mal alle Schriften offenbar veröffentlicht. Wartet da noch eine Sensation auf uns? Was ich so mitbekommen habe in seinen theologischen Schriften, ist sehr den Menschen zugewandt. Also es ist nicht eine Theologie, die jetzt auf ein Jenseits vertröstet, vielleicht schon auch, aber er will eigentlich als Menschen da auf der Welt ja, fast zu einem Paradies geführt werden. Er sagt unter anderem auch, man soll das Vaterunser nicht unbedingt beten, sondern man soll es im Herzen haben. Es kommt ihm also auf das Wesentliche an, dass man das lebt, wo man mit den Lippen redet. Der Paracelsus lebt in der Zeit der Reformation. Ist er beeinflusst von den Reformatoren? Zweifellos ist er beeinflusst, aber er fährt eine ganz eigene Linie, würde ich sagen. Darum gibt es ja einen Biograf, der sagt, man kann nicht entscheiden, ob jetzt der Paracelsus reformiert war oder ob er katholisch war. Die Tatsache ist, dass er beiden Richtungen kritisch gegenübergestanden ist. Aber am Schluss hat er sich ausdrücklich katholisch beerdigen und hat auch die üblichen Messen, die nach dem Tod eines Katholiken anfallen, dass die Messen gelesen werden sollen. Also der Paracelsus auch in der Theologie wieder ein Querdenker? Durchaus. Man kann eigentlich fast nicht etwas anderes erwarten von diesem Querkopf da aus dem Hochtal von Einsiedle. Das Einsiedle schließt sich der Kreis der Geschichte von Paracelsus und der Geschichte der Heilkraft. Das Kloster Einsiedle ist ein bedeutender Schweizer Wallfahrtsort mit seiner schwarzen Madonna. Und der Bruder Gerold Zenoni ist ihren offiziellen Einkleider. Das Velo lassen wir jetzt hier. Das Einsiedle wird ja nicht so geklaut. Ich gehe gerade voraus. Bitte schön. Ein Besuch bei der Schwarzen Madonna ist das Ziel von vielen gläubigen Frauen und Männern aus der Schweiz und aus der ganzen Welt. Sogar Hindus aus Sri Lanka kommen wegen ihr hier an. Sie alle bitten die Madonna um Hilfe in der Not oder Heilung von Schmerzen. Was ist denn die heilende Wirkung von der Madonna, von der Schwarzen Madonna? Nach dem Verständnis der katholischen Kirche, dem wird Mutter Gottes da nicht anbeten, sondern sie ist Vermittlerin für die Anliegen, die hier vor sie angebracht werden, zu Jesus Christus. Und es gibt auch das Altkirchenlied, das heisst, eine Bitte an die Mutter Gottes werde nie unerhört bleiben. Es hat ja eine Wirkung. Ich habe da hinten gesehen, es hat Votivtafeln, also wo Menschen danken, wenn wir das noch anschauen. Sehr gern. Glauben Sie persönlich, dass die Menschen wirklich geheilt worden sind? Es geht ja nicht nur um Heilige, sondern auch um eine Rettung aus einer schwierigen Situation. Es gibt zum Beispiel ein Bild, das einen Bahnübergang zeigt, wo ein Auto drauf ist und mit knapper Not noch einem heranbrausenden Zug entkommen kann. Das sind so Situationen. Und in diesen Situationen haben offenbar die Leute ganz spontan sich an Mutter Gottes von Einsiedle gewendet und sind erhört worden. Mhm. Sonst hätten sie ja das Bild nicht so in Auftrag gegeben. Mhm. Also Glauben hilft, Glauben heilt. Gilt das bis heute? Zweifellos. Der Glaube ist immer ein positiver Aspekt im Leben der Menschen, meiner Meinung nach. Danke vielmals für den Besuch und ein anderes Mal. Die schwarze Madonna von Einsiedeln, die Heilung vermittelt.
der Arzt Paracelsus, der sich schon vor 500 Jahren gefragt hat, wie die Medizin heilen kann. Und Natur und Klänge, die heilsame Wirkung auf uns Menschen haben. Das alles sind Entdeckungen auf unserem spirituellen Weg und eine Einladung, sich selber auf den Weg zu machen.